Begleitquest startet. Yay! Spannung! Ist natürlich auch voll Understatement der Typ, ne? Hat einen Großmarschall überall die Sachen an, von überall, und hat sich den Gefreiten ausgesucht als Titel, oder was? Oder wurde er jetzt soweit schon wieder zurückgestuft? Hat er halt echt da durchgezogen, PvP, und das ist dann nie wieder angerührt. Kann ich auch verstehen, ne? PvP stinkt halt. Ach, Marsha Windsor, das hat schon immer genervt. Du hast schon immer genervt. Ich weiß noch mal, dass ich einmal die Quest fehlgeschlagen hatte, weil ich aus der Indie gerannt bin. Wird auch nie wieder passieren, schwöre ich euch. Das war so ätzend. Den Scheiß nochmal machen. Oh. Auf einmal kommt hier die Action. Aus dem Nichts. Jo, Marschall, was ist los? Achso, aufmachen hier. Achso, müssen wir jetzt noch mit dem reden? Grüße! Bleib sauber! Also wenn ich mir so einen Gefängnisausbruch vorstelle, ne, ich glaube, da würden sich die Gefängnisse richtig drüber freuen. Ja, weil da hätten die 3 Tage Zeit und der Typ wäre wahrscheinlich dann am Ausgang irgendwann oder so. Ich will ausbrechen, habe aber Zeit. Bloß nicht beeilen. Die Camden. Ja, da hat er seine Ausrüstung. Lass befreundete Einheiten in einem Umkreis von 10 Metern 65% schneller angreifen. Jetzt müssen wir nur noch Tobias befreien. Dann können wir verschwinden. Hier geht's lang. Mhm. Gefühlt befreien wir mal erstmal halb Stormwind, bevor wir hier mal rauskommen. Gibt es denn da gleich eine Mistwaffe oder eine Mistwaffe? Aber 4 Gold immerhin und die Barriere der Elemente. Hm.
Mein 4 Gold haben oder nicht haben. Wie gesagt, bloß nicht gleich aus der Inni laufen, den Fehler will ich nicht wirklich machen. Dann können wir uns den Kram in SW noch geben, Winterspring. Und Draki ist dann wieder einfacher, weil ich meine, UBS-Gruppen, denke ich, findet man ja immer mal wieder regelmäßig. Und Draki töten gehört immer zu UBS dann meistens doch dazu. So, mach das Ding auf. Mach Ding auf. Oh Gott. Die beiden noch nie leiden. Ja, ist okay. Das ist, glaube ich, so ungefähr die spannendste Quest in ganz World of Warcraft. Ich meine, sie ist ja auch wirklich auch herausfordernd, finde ich, wenn man vorher nicht leer macht. Also so ist es ja jetzt nicht. Mach das Ding auf. Ein Gläubiger, richtet ihn hin. Wir sind Schattenpriester. Wir haben mit Gläubigen überhaupt nichts am Hut. Jawohl. So. Nieder mit ihm. Dieser unerträgliche Schleimbeutel hat er nicht bekommen, was er verdiente. Auf Nimmerwiedersehen. Alles gut. Alter. Da oben müssen wir hin. Richtig. Irgendwann müssen wir nochmal zurück, glaube ich. Der rennt jetzt einmal hin und zurück irgendwo. Bin ich mir so genau sicher. Hier muss der einmal nochmal hin. Ich. Nein, der muss danach wieder, will der wieder zurück wegen irgendwas. Irgendwo ist nämlich nochmal einer drin, den er mag, ausnahmsweise. Ah, die will er. Genau, und dann geht er wieder zurück. Mach das Ding auf. Oh Gott. Voll. Er muss in der letzten Zelle sein, falls sie ihn nicht getötet haben. Nein. Holt ihn da raus. Tobias, hallo. Ich für euch tun? Ja, du bist frei. Mögen eure Reisen sicher sein. Gut gemacht, Seifer. Suchen wir den Ausgang. Ich glaube, ich kenne den Weg. Folgt mir. Echt? Der kennt den Weg? Krass, ist nicht schlecht. Boah, ich danke diesem Krieger in dieser Gruppe. Und vor allem, dass der gesagt hat, dass der noch einen Krieger hat. Weil er ist ja eigentlich der Schurke. Weil sonst säßen wir immer noch in Buxtehude und würden Krieger suchen.
Ah, super. Echt herzlichen Dank. Stopp. Juhu. Wir haben es geschafft. Wir treffen uns in Maxwells Lager. Dort besprechen wir die nächsten Stufen des Plans und suchen nach einer Möglichkeit, meine Schrifttafeln ohne den Dechiffrierring zu dekodieren. Jetzt noch mal ins Kessel Marshall Winzer zurück, wenn ihr Erfolg hattet. Okay. Okay. Machen wir jetzt hier noch weiter, oder? Muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich jetzt erstmal nochmal auf jeden Fall bei dem Krieger bedankt. Weil, ne, ohne den hätten wir es halt einfach nicht geschafft. Das ist ja nun mal so. So, den können wir auch mal auf die Freundesliste packen hier. Okay. Rede nicht, was der Inwin will schreiben. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Schönen Abend euch noch. So, ab geht's. Auf dem Weg nach Vertania City. Ja. Aktionen sind auch schon noch zu Ende. Das macht Spaß. Das hat, das war cool, dass das jetzt geklappt hat. Vor allem in drei Abenden. Der erste Abend war eher so mäh. Aber spätestens dann ab gestern waren das doch sehr, sehr ordentliche Gruppen. Gestern die Gruppe war mega entspannt. Wir haben die ganze Indie gemacht. MC Pri. Und heute super entspannte Gruppe für die Oni Pri. Wenn alles im Leben so entspannt wäre. Wenn ich morgen mit meinen auf Stream mein Parler wieder twinkel mit den Leuten, da werde ich den mal fragen, ob sie für mich mal eben hier auch den Typen für die BWL-Vorquest nochmal umhauen könnten für den Brief. Weil zu dritt schafft man das ja auch eigentlich meistens nochmal recht locker. Mensch. Na, hier oben geht's schneller, Kollege. Zumindest wenn du in die brennende Steppe willst. Arreiskarabeus. Brauche ich auch noch, ne? Ja, für die. Wenn ich die Schmiede. Schlüssel-Schmiedeform abgegeben habe. Wo ist denn? Feuerfeder geschmiedet da. Mhm. Ach, recht gute Quests auf den Weg gebracht jetzt, ne? Also wichtige Quests auch. Haben schon ein paar Düsterbruch-Quests für Oz. Natürlich mit dem Pulitin oder wie der kleine Dämon heißt. Habe ich nicht geholt. Oh.
Das ist eigentlich die Frage, könnten wir eigentlich noch entweder Düsterbruch oder LBF nachschieben gleich. Gucken, wenn sich eine Gruppe findet, warum denn nicht? Aber es geht jetzt schon wieder in kritische Uhrzeiten. Looking for Member für LBS, Tank und Heal und ein DD. Welches Level ist der Typ? 58. Hm. Da suche ich auch am besten selbst eine Gruppe wiederum, da, weil ne, solange ich nicht auf Heal bin, wird es problematisch, eine Gruppe zu finden. Und Heal bin ich halt, wenn ich nicht mehr questen muss. Ein Parler ist es halt egal, glaube ich. Ob jetzt Vergelter, Skills oder Heiler. Kommt halt so oder so nicht viel drum, aber ein Shadow ist halt vom Questen schon mal sehr, sehr angenehmes. Priester war super angenehm zum Spielen. Von Anfang bis Ende nie Probleme gehabt. Ich weiß nicht, was für Elite, die höher waren, vom Leveln allein geschafft. Also das war wirklich angenehmst pur. Ein Zwergenpriester zudem ist ja noch was sehr, sehr Sinnvolles. Weil ich hab's normal nicht mit den optimalen Klassen-Rassen-Kombis so. Ich nehme das, was für mich Spaß macht. Weil ich zum Beispiel überhaupt gar keine Menschen spielen will. Dadurch ist der Krieger halt ein Nachtelf, was halt wirklich schon schwach er ist. Ich vielleicht auch eher einen Krieger, einen Zwerg nehmen sollen. Aber der Parler ist halt auch ein Zwerg, das ist aber eigentlich auch okay. Und der hier ist aber halt wirklich Optimum im Zwerg, denke ich. Ich glaube nicht, dass es auf der Ali-Seite einen besseren Priester gibt als einen Zwergenpriester. Wäre mir neu. Ein Schwarzdrache. Noch ein Schwarzdrache, brühender Drache. Der stellt die Brühe her. Nee, Tank und DPS. 9 von 20. Er will mit 20 Leuten in Ordnung, muss wiederhergestellt machen. Ein sehr optimistischer Mensch. Finde ich. Ich hänge den hier aber ganz schön ab, ne? Wo ist der denn? Weg auf dem Weg nach Britannia City. Mithril. Ah, er wird mich wieder. Oh. Er wird mich nicht überholen. Da kann ich schlecht hin. Nee, sollte gehen. Dann scheiß drauf. Da muss ich nicht als erstes da sein. Ein Bergbau-Skillpunkt. Der. Willst du bitte mal da hochreiten, bitte? Na, ich glaube, das wird nichts, ne? Welches Level ist der? Fuck me hard, ey. Dann sind wir mal weg. Ist okay. Bin weg. Lauf du mal hinterher. Doomriggers Schnalle. Können wir eigentlich auch mal annehmen. Wenn wir mal in UBS sind, wo wir auch zwangsläufig hingehen, haben wir die Questwing auch. Solange wir noch nicht Level 60 sind, gibt die auch noch schöne P. Und wenn wir Level 60 sind, gibt die ganz gut Geld. Ich brauche keine Hilfe, aber ich nehme diese Quest gern. Reist nach Stormwind und begebt euch zu den Stadttoren. Sprecht mit Knappe Rowe, damit er Marschall Windsor über eure Ankunft informiert. Seid vorsichtig. Was ist das denn? Achtung, mir das schnell. Ich glaube, die können wir auch mal direkt annehmen. Das für LBRS. Für den Walk hier. Wie heißt der? Den Halicon. Einfach mal mitnehmen. Sucht ihr was Bestimmtes? Nee, ich suche nichts Bestimmtes. Ich will meine Sachen kaufen. Man sieht sich. Manne sieht sich. Schön euch zu sehen. Ab nach SW.
keine schöne Stadt, aber leider spielt sich da sehr viel ab, ne? Ich hab schon nach 0 Uhr, Aquarien gehen schon aus. Ne, werden nur schon dunkel. Okay. Ach, was freue ich mich, morgen mal ein bisschen auszuschlafen. Das wird schön. Noch ein DDVL wäre es gesucht. Das nächste mit Kral dran, was ist denn? Wer, der nimmt die einfach an da jetzt. Die ganze Zeit warten. Hat einer den Atesh-Stab? Ja, ne? Atesh heißt aber Naxxramas, der Legendary, ne? Nein! Nein. Braucht ihr etwas? Nein. Knappe Robe. So ein Scheiß. Das war super jetzt hier. Ja. Diese Dieters hier an. Na gut. Können wir mal kurz ins Haar gehen. Der 33 dunkle Eisenfragment T. Sind dreimal. Ah, mal auf ein Gold 10 rein, dann haben wir da auch Ruhe. Da Feuer. Ist ja nichts mehr wert.
Silber, 5 Silber, machen wir 4 Silber den Preis. 30 Silber. Kostet halt keine Anzahlung, ne? Und deswegen kann man die Sachen halt doch stick im Haar verkaufen, muss man sagen. Aquamarin? Die für überhaupt nichts wert, oder? Da, ah, der Weltverschwörung. 88 Silber. Oh, das mal für 60 rein. Wenn der für 60 weggeht, dann ist okay. Ansonsten. Lecco Mio. Dunkles eisernes Zwergbier. Silber das Stück. Kommen insgesamt 25 Silber. Das heißt, wenn wir das für 25 verkaufen. 2 Gold 50. Sollen wir machen. Wir sind halt jung und brauchen das Geld. Wir sind arm. Wie eine Kirchenmaus. Ja, da bleibt das halt der schwarze Diamant. Die tue ich direkt mal wieder in die Bank. Genau wie den Aquamarin. Braucht halt kein Mensch. Traurig, wie es ist. Boah, ich liebe das T3 vom Druiden, ne? Das ist so ein wunderschönes Set. Mag aber auch das T2 vom Druiden. Auf dann. Ich habe mich damals auch sehr gefreut, obwohl ich nie einen Druiden gemaint habe oder nie großartig gespielt habe, außer tatsächlich zu BFA zum Heilen tatsächlich ein bisschen. Aber ich habe mich sehr gefreut, wo der Druide nicht mehr so diesen Ruf hatte. Er kann halt alles, aber gar nichts richtig und so. Und ich fand es toll, wo er besser wurde. Gerade der Bär war mit BC zum Beispiel bombig. Ein Agro-Aufbau war stark. Ich habe mich auch für den sehr gefreut, wo er endlich sein Retz gekriegt hat. Ja. Dann müssen wir jetzt hier mal ganz kurz warten. Und während wir warten, gehe ich mal ganz, 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 ganz schnell aufs Klo. So. Der Energy. Muss weg. Kann hier nichts mehr tun. So, sind wir wieder. Oh ja. Hopsa. So.
Oh, haben wir ein bisschen Katzengesellschaft jetzt hier. Von einem. Ah, er ist zwar ein bisschen blöde, aber er ist halt irgendwie auch liebenswert. Das ist das Problem. Das ist das bei Tieren, ne? Den verzeiht man so eine Schusseligkeit irgendwie eher. Ne? Ja. Lass nur mein Kabel in Ruhe. Man darf es auch gerne hier bleiben. Ja, wohin willst du denn? Ja, alle mal gucken. Dreimal schwarzer Kater. Geht nicht so. Doch, da. Doch, guck, er guckt sogar in die Kamera. Das nicht lieb. Schön. Na. Ja, du warst gerade im Fernsehen. Ah, im Internet. Ah. Ist halt so. Musst du durch. Ist auch gut, dass du in die Kamera geguckt hast, weil sonst hätte ich auch keiner gesehen, so dunkel wie du bist. Ne? So, knappe Rowe, mach mal hin jetzt. Nicht du. Knappe Rowe. Bist du der knappe Rowe hier? Wer weiß das schon so genau? Wie ist es nicht? Wie ist es nicht? Ja, ja. Kann ich mir aufhören, in das Handgelenk zu beißen? Ja, bei Katzen ist das vielleicht eine Massage, aber eure spitzen Zähne sind nicht so Massage. Hm? Akupunktur. Och, knappe Rowe, mach doch hin. Was ist denn mit dir los? Ja, ja. Muss. Was halt genau in dem Moment irgendwelche zwei anderen Heinis diese Quest auch abgeben müssen, ist ja halt schon wieder, ne? Was ist hier nur los? Nein, lass das Mikro in Ruhe. Hast du ja nicht mehr alle. Ich weiß, du hast ihn. Das ist auch in Ordnung. Ja, du bist auch eine komische Katze. Komischste, die ich je in meinem Leben hatte. Really. Und die andere ist die tollpatschigste Katze, die ich je in meinem Leben hatte. Die fällt überall runter oder schmeißt alles runter. Aua! Au! Ja, habe ich dich komisch genannt, direkt beißen. Nein, lass das Kabel. Nein, das Kabel in Ruhe lassen. Ist doch kein Nagetier. So. Ja. Warte. Blub. Lass das Kabel. Lass das Kabel.
Und kletter nicht immer. Hilfe! Katze dreht durch. Nein, lass das Mikrofon in Ruhe, du Hampelmann. Uff. Hören Sie uff. Ja. Nein, nein, nein. Ihr drückt immer irgendwelche Hotkeys auf meiner Tastatur. Das ist nie gut, wenn ich live bin. Aber Tastatur dürfte laufen, wenn ich Offstream zocke. Das ist dann kein Problem. Och komm, knappe Rowe. Können wir jetzt mal hier weitermachen? Dö-düm. Die suchen immer noch einen DD für LBS. Was ist falsch? Ich bin gespannt, wann wir die Quest machen dürfen. Also sie sind gerade losgerannt. Wie lange brauchen die da in die Burg? 3-4 Minuten, dann kommt der Kampf. Und dann dauert es wahrscheinlich wieder so eine gewisse Zeit, bis man das hier machen kann, oder? Ich hoffe jetzt nicht zu lange. Ihr Däne Rute. Was kommt der denn da? Uldaman Trash. Wie kann man mit einem Jahr schon Geheimratsecken haben, du doofer Kater? Sieht aus wie so ein Heini. Ja. Hättest du gelbes Fell, wärst du heim blöd. Ja, genau. Dum-di-dum-di-dum. Knappe Rowe, würden Sie jetzt bitte mal ein Fragezeichen über Ihrem dämlichen Kopf kriegen? Mann, ist hier rum und kann nichts machen. Außer die Katze verkloppen. Die Streicheleinheiten wird er mir noch teuer bezahlen. Also andersrum eher. Ja. Oh, guck mal, jetzt war ich lieb, dann kann ich gleich noch mehr Scheiße bauen. Richtig? Gar nichts mehr mit. Problem, er kann auch nett sein, wenn er will. Das sind immer die schlimmen Katzen, finde ich. Das geht, wenn er denn will. Die andere ist halt nicht nett, weil sie tollpatschig ist, so ein bisschen döselig ist. Ne? Das ist halt so. Die macht, wenn sie Quatsch macht, ist das immer nur die, also trottelig drauf ist. Aber er so, entweder ich bin lieb oder ich bin scheiße. Ne? Kaufe abysisches Zepter. Knappe Rowe, würden Sie jetzt bitte. Ehre dem König, Freund. Oh, das Riesling. Amalia. Suchen für Nax Prio 3, Samstag, Invite 2045. Ja, hallo?
Da bin ich doch wie für gemacht. Treffen. Weißt du, was es gibt? Ja, hab ich. Instrument. Schlachtzug. Ja, richtig. Vor allen Dingen das. AQ20 reizt mich so gar nicht. Die fand ich damals schon scheiße, liegen. Allgemein AQ mag ich einfach nicht. Stilitus. Editiden, das Gebiet. Ja, also. Muss nicht sein. Zichte sehr gerne. Seid gegrüßt. Für die Allianz. Kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Nicht blöd. Ich hätte den nur ansprechen müssen. Ich habe gedacht, er kriegt ein Fragezeichen. Nee. Wir machen uns jetzt mal ein bisschen hübsch, ne? Und gehen aus der Schattengestalt raus. Folgt Reginald Windsor durch Stormwind. Schützt ihn vor Gefahren. Alles klar. Geht vorsichtig. Die Großdreieinigung wird nicht kampflos aufgeben. Wie es vor langer Zeit in Karasan vorbestimmt wurde, Monster, ich komme und ich bringe Gerechtigkeit. Ah, schön, haben wir das gestern noch ein frisches Kleid gekriegt haben. Können wir uns dann auch hier beim König blicken lassen. Ah. Tick. Fotoshooting. Was machst du, Katze? General Markus Jonathan, Hochkommandant der Verteidigung von Stormwind. Mhm. Jonathan. Dass Helden unter uns weilen, jawohl. Das sehe ich genauso. Salutiert vom Helden.
kann ich für euch tun? Sehr schön. Gut, dass das geklappt hat. Ich bin immer froh, wenn man das, was man machen muss, hinter sich hat. Das ist alles so ein bisschen easier. Morgen besorge ich mir für den Priester hier noch den Brief. Das werden wir Draki machen. Nicht nur die Oni-Quest, auch, sondern auch direkt die BWL-Quest fertig haben. Nein, lass das sein. Immer nur Blödsinn im Kopf. Alte hören die Katzen. Wären wir. Müssen wir bei dem Kampf gleich warten, bis der vorbei ist? Ich glaube schon, ne? Das macht ja auch Sinn, deswegen ist das so eine Schlachtzugsquest. Das war vielleicht ein Abenteuer. Ich schulde euch großen Dank. Vielleicht ist es, wenn alles gesagt ist und getan ist. Ihr zweifellos schon bemerkt haben werdet, sind Lady Plaster und Onyxia ein und dieselbe Person. Sie ist die Brut von Deathwing. Zwillingsschwester des Tyrannen der Spitze, Nefarien. Viel zu lange schon hat sie ihren gierigen Blick auf unser Königreich gerichtet. Sogar der Hochlord steht schon unter dem Bann ihres Zaubertricks. Eine Marionette. Heute wird damit Schluss gemacht. Der Bann wird gebrochen. Sorgt euch nicht, denn gemeinsam werden wir siegen. So eine schöne Schwester. Ich bin bereit, ebenso wie meine Streitkräfte. Lasst uns diese Maskerade beenden. Was für Streitkräfte. Ich bin allein. Allein. Nerven aus Thorium. Hör mal. Steht die Zwergenhaut nicht aus Stein?
Nein, ist das Mikro in Ruhe? Deine Hand. Nein, 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 lass das Kabel in Ruhe. Ja, ich werde mich mal kurz ein bisschen. Bisschen rückwärts gehen. Lady Onyxia. Da steht der eine aber mittig nicht so gut. Diese Wache von Onyxia faucht. Nicht über die Tastatur, Fienchen. Nein. Nero ist auch gerade lieb. Da musst du jetzt nicht anfangen zu. Wieder so hohl zu sein. Ne? Ne. Hohl sein machen wir heute nicht. Freitagabend ist Chilltag. Da brauchst du nichts Hohles mehr. 5 Tage. 40 Stunden die Woche hohl. Hohle Gesellschaft. Sie tot. Hör ich mir hier hin. Einen schieße ich. Ja. Ach, wieder stehen. Moch. Oh. 67 da. Kann ich einmal? Husch. Toll. Habe ich den dann auch gleich looten, wenn ich da einmal mit drauf gekloppt habe? Ja, Bolvar, das ist halt ein Tier, ne? Oh, wir sind da zurückgekommen. Level 19 PvPler. Ja, das ist aber schade, oder? Horde Slayer. Jawohl. Genau, schön mitkämpfen hier, Level 28. Reginald Windsor lebt, liegt da mit vollem Leben. Das ist das ein Jäger. Okay. Er ist aber auch mutig. Ja, wir haben es geschafft. Nicht? Reginald, es tut mir leid. Wolfer, das Medaillon benutzen. Das Licht sei mit euch. Sehr schön. 9000 EP, da sehe ich mich. Ihr müsst die Welt nach jemandem absuchen, der fähig ist, die Macht des Fragments des Großdrachenauges wiederherzustellen. Die einzige Information, die ihr über ein solches Wesen besitzt, ist, dass es existiert. Ziehe den Ehrenfreund. Seid gegrüßt. Alles klar. Ich rate jetzt einfach mal und suche mal einen Winterspring. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber
Nee. Dann krieg ich mal von dir Katzenküsschen, du Macho. Weiß ja selber nicht, hat sich direkt hingelegt. Uh.